die Supersonic FMA, das dich viel leichter rauspacken. Scheiße, jetzt muss ich noch einmal schießen. Ach, ich bin ein Idiot. Natürlich wollen wir gleich einen Schussvergleich machen. Cobra R9 oder Edda mit der guten alten Steamboat Stinger EK Flat. Raus, die Schraube raus, da drauf sitzen. Und? Endlich ist sie da, meine Supersonic FMA Einzelschussarmbrust. Reini Rossmann hier, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir schauen gleich einmal rein. Ich liebe es ja, Pakete aufzumachen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber was da alles drin sein mag. So schaut's aus, die Supersonic FMA, wenn sie von mir aus dem Lager kommt. Billige Eigenwerbung. Natürlich gibt es die auch bei mir im Shop. Hat man die jetzt schicken lassen? Bin gespannt. Erst ab 18 Jahren, da steht's drauf. Also aufpassen. Dieses Sportgerät ist nämlich sicher nicht ungefährlich. Ja. Etwas zum Lesen. Ja, okay. Dann hier jetzt das Teil selbst. 5, 10 Bolzen. Hier Picatinny-Schienen. Eine Optik ist mit dabei. Das wird wahrscheinlich ein Leuchtpunktvisier sein. Das hier ist so eine Komplett-Zusammenstellung. Gibt es natürlich alles bei mir im Shop. Und dass das billigste Eigenwerbung hier ist, das muss da auch klar sein. Aber ist so. Ich schätze mal, das ist so ein Fuß drauftreten, damit man besser aufziehen kann. Ein Vordergriff. Ein Schaft. Aha, okay. Da ist auch gleich der Abzug mit dabei. Okay. Und das Montagematerial, und das war es jetzt, glaube ich, eigentlich so. Immer schön vorher die Bedienungsanleitung lesen. Also, naja, schon einiges zu lesen, das wird spaßig. Werkzeug ist mit dabei und es scheint ziemlich simpel zu sein. Einmal, zweimal Schraube raus, die Schraube raus, da draufsetzen und rabumstikabumstik. Sollte alles ziemlich einfach sein. Hier Werkzeug dabei, Schraube links und rechts raus, unten raus. So, die drei Schrauben sind raus, dann Abzug da durch. Ja, das spannt mal. Und jetzt noch die beiden Schrauben seitlich rein. Und schön festziehen, also jetzt nicht so fest, dass man gleich den Imbusschlüssel abbricht, aber es sollte halt schon so fest sein, ja, dass man ein gutes Gefühl hat. So, also jetzt ist es mal grundsätzlich fertig, dieses kleine Armbrüstchen, was den Schaft betrifft. Hier unbedingt Fett aufbringen, ganz, ganz wichtig. Die Sehne, die rutscht nämlich hier auf dieser Schiene hin und her. Und wenn da kein Wachs ist, dann macht es bald Boom. Also nicht da vorne, sondern da. Und das wäre bei einer Compound-Armbrust irgendwie grausig. Ein bisschen Wachs, das kann nicht schaden. Jetzt kommt noch der Frontgriff drauf und dieses Drauftret-Dingsbums, aber da ist so ein Warnungszettel. Da steht, Warnung, nicht mit den Händen in den Sehnenbereich fassen. Ja klar, weil wenn du da reingreifst und die Sehne geht nach vorne, dann macht den Finger, aua. Kein Schuss, also Leerschuss ohne Bolzen durchführen, das ist auch gut, weil die Energie muss irgendwo hin und dann zerreißt das Ding, das ist auch Daumen nach unten. Und der Bolzen muss immer an der Sehne anliegen. Also wenn ein Abstand ist zwischen Bolzen und Sehne, dann ist es so ähnlich wie ein Leerschuss und das wäre auch nicht gut. Also aufpassen, aufpassen, Kinder, es könnte gefährlich werden. Und Griff und dieses Drehdingsbums hier, da wo man so unten hinsteigen kann und hochziehen kann, das habe ich auch montiert. Leuchtpunktvisier spare ich mal fürs Erste. Jetzt mache ich noch einmal diesen hier und gebe das Fett so richtig schön auf die Sehne. Und dann kann es schon losgehen, hurra! Oh, legen wir los, zusammengebaut ist sie. Ja, so wird das Teil gespannt. Du erinnerst dich? Ah. Ich gehe davon aus, dass dieses Teil hier auch dazu da ist, dass man es am Boden mit dem Fuß aufspannt, aber das mag ich jetzt nicht machen. Bolzen einlegen, bitte, du erinnerst dich, da ist Warnung gestanden hier, gell? Bitte nicht mit den Fingern irgendwie bei der Sehne reingreifen, das wäre unangenehm. Und der Bolzen muss ganz bei der Sehne anliegen, ja, das merkst du dann auch. Und übrigens, ich bin ja auf Aldo Labrador und ich darf das hier und da mal Armbrust schießen, wenn dich das interessiert. Ja, schau vorbei, es ist alles billige Eigenwerbung hier, aber egal. So, jetzt schießen! Geht aber nicht. Ach, so ein Schaß, nein. Da ist da die Sicherung. Das ist eine, die ist zum Reindrücken. Und dann wird das Ding bumst machen beim Abdrücken. Also rausziehen ist gesichert. Reindrücken, schießen. Und das Ding macht wirklich, wirklich Wumm. Da merkt man halt ganz einfach diesen Compound-Wurfarm. Es beschleunigt wirklich wie Sau. Jetzt schießen wir noch auf die zweite Zielscheibe nebenbei, die Steamboat-Zielscheibe. Das ist das rechte Teil, da schießen wir auch noch hin. Ja,
Rabumsti, Kabumsti. Das ist da ganz schön durchgegangen. Ja, ich habe daher zielt, also das ist mit Freihand ohne Leuchtpunktvisier, das ist schlimm. Ja, ist klar, passt. Und also den Pfeil, den kriege ich jetzt gar nicht so einfach raus. Den Übungsbolzen, es gibt auch Broadheads, aber das ist jetzt egal. Und das hier ist eine neue Scheibe, die wir gerade im Test haben. Da gibt es auch irgendwann einmal ein Video. Also lasst dem Kanal hier ein Abo da. Oder schau beim Bogensportkanal vorbei. Da haben wir das. Es ist alles sehr, sehr nett. Also die hat mehr Stoppwirkung, aber da ist der komplett durchgefahren. Also das ist schon... Und natürlich wollen wir gleich einen Schussvergleich machen, und zwar mit der Cobra R9 oder Edda sozusagen, ja, das Edda-System, dann mit der guten alten Steambow Stinger und der EK Flat. Schauen wir uns ganz einfach einmal an, das wollen wir jetzt vergleichen mit diesem X-Bow-Teil hier. Einen Pfeil, den ich bei der Supersonic jetzt rausgezogen habe, den schieße ich noch einmal rein. Aber mir ist natürlich klar, dass der Vergleich etwas hinkt. Was meine ich damit? Erstens sind das andere, die meisten anderen hier Magazinarmbrüste, und das hier ist eine Compound-Armbrust und das andere irgendwie nicht. Ne? Ja, daher, einfach von der Power her, das ist halt nicht wirklich fair, aber wir machen das ja aus Spaß und daher... Fair ist das eine, aber Spaß ist das andere. Beginnen wir bei der Cobra, weil es auch eine Einzelschussarmbrust ist. Da gibt es natürlich auch eine Edda, billige Eigenwerbung, gibt es alles bei uns im Shop. 130 Pfund. Und die Pfeile, weißt du, dieser Vergleich ist total unwissenschaftlich. Da müsste man jetzt irgendeine wissenschaftliche Testsituation erstellen. Und das mag ich einfach nicht. Ich mag nur Spaß haben. So, jetzt schießen wir mal mit dem 130 Pfund Wurf an. Einmal auf die, warte mal. Ja, auf die orangene Scheibe. Die macht auch dementsprechend Lärm im Vergleich zur Supersonic. Ist wirklich laut, aber ist ganz einfach so. Und dann noch einmal auf rechts, auf die Steamboat-Zielscheibe. Gut, das waren jetzt spezielle Pfeile, das heißt, die werden wir dann nachher auch alles sehen. Das hier ist jetzt die Flat, da schieße ich EK-Pfeile, die sind die leichtesten von allen, die wir hier jetzt im Einsatz haben. Bei der Flat ist es so, da gibt es auch einen Speedloader und so weiter, das zeige ich anders mal her. 60 Pfund Wurfarm, da gibt es auch stärkere Wurfarme und auch noch einen schwächeren. 60 Pfund Wurfarm, wie gesagt, das ist alles ziemlich unfair, was ich hier mache, aber es soll Spaß machen, es soll Spaß machen. Die ist auch lauter. Also das ist einfach anders. Und Compound und Recurve miteinander zu vergleichen, ist irgendwie total schade, oder? Ach ja. So, noch einmal. So, schön in die Mitte zielen. Und dann natürlich müssen wir über die wunderliebe, schöne Stinger sprechen. Also die Stinger mit, ich glaube, 50 oder 55 Pfund Wurf haben. Vollkommen egal. Ja, halt Magazinarmbrust, ja. Wie gesagt, der Vergleich hinkt halt alles ein bisschen, aber ist ja wurscht. So. Da schießen wir auch schön in die Mitte. Versuchen es zumindest. Also da habe ich jetzt wirklich mittig getroffen. Also links geschossen und jetzt rechts. Da habe ich übrigens die blauen Übungspfeile drin, also wir werden das schon auseinanderhalten. Haha. So, so schaut's aus. Fangen wir mal da an. Also das war das Supersonic FMA. Dann hier haben wir mit der Edda, mit dem Edda-Pendant reingeschossen. Da habe ich leider relativ hoch geschossen. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich so 1:1 zählen kann, aber das werden wir noch einmal wiederholen, weil das lasse ich mir nicht nachsagen. Und hier jetzt Flat und ja, Stinger. Die gehen halt auch ein Stück rein. Ich meine, ja, aber das ist halt schon... Ja, einfach der Vergleich hinkt natürlich, ist klar, das ist ein ganz anderer Stil. Und jetzt hier bei dem etwas anderen, ich sag jetzt mal anderen, nicht um, ich sag jetzt anderen Pfeilfangmatten-Dings, ist halt einfach ein anderes System, aber das stelle ich anders mal vor. Supersonic FMA steckt drin, Edda, bomb. Irgendwie ist die für das auch ganz schön gut reingefahren. Ne? Steckt da hinten, die wäre wahrscheinlich da irgendwie durchgefetzt. Das hier ist die Flat und das hier ist die Stinger. Also auch hier. Ja, so schaut das hier aus. Und da mich das natürlich nervt, weil ich nicht gut geschossen habe mit der Cobra R9, machen wir das gleich noch einmal, weil das geht doch gar nicht. Ja, ich hätte ein bisschen besser schießen können, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe schon lange nicht mehr mit diesem Teil hier geschossen. Ich schieße normalerweise immer mit der Edda, aber es ist im Endeffekt genau dasselbe. Das ist nur die Einzelschussversion und das andere ist halt das mit dem Magazin. So, ein bisschen tiefer halten und jetzt soll es passen. Haha, jetzt passt's!
Ja, also im Vergleich die Supersonic fährt halt auch dementsprechend rein. Ich meine, wie gesagt, ist alles gut. Ich will mich da gar nicht beschweren oder so irgendwie. Aber ja, ich meine, ja, das Ding ist halt auch Compound. Aber irgendwie ist es unfair. Ich sag's immer wieder, es ist unfair. Da habe ich bei mir gedacht, lass uns mit einer anderen Compound-Armbrust schießen, und zwar mit der Siege 300. Da sage ich gleich eines dazu. Die Bolzen sind natürlich auch viel länger. Auch das gibt es natürlich bei uns im Shop, aber egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, der Vergleich ist auch wieder unfair. Ich meine, schau dir das Ding an. Wutsch! Alter! Das ist eine ganz andere Liga. Irgendwie bin ich nervös, weil ich auf dieser Distanz hier auf... Ich schieße nur auf die Orangen. Scheiße, andere mache ich gar nicht. Ich weiß, was dabei rauskommt. Nämlich, das geht durch wie Sau. So, wieder einklickt hier. Ja. Puh, was glaubst du, schieße ich durch? Okay. Verdammt, das ist das Zielfernrohr. Ich stehe ganz nah dran. Und wenn ich jetzt durch das Zielfernrohr schaue und das anvisiere, schieße ich wahrscheinlich in den Boden. Ja, muss ich ganz oben anhalten. Ich hoffe, das wird was. Also es ist mir peinlich, total peinlich. Ich bin ja nicht weit weg gestanden und da habe ich reingeschossen. Ah, super, dass da jetzt rauskriegen. Das wird ein Hetz. Muss mir das peinlich sein? Nein, ist mir wurscht. So, auf ein neues. Also wie gesagt, für... Frauen ist das nichts zum Spannen, also meine Frau schafft das nicht. Egal. Ich muss es einmal schaffen zu treffen. Aber jetzt steckt drin. Aber irgendwie würde mich jetzt der Vergleich zur Supersonic interessieren. Dich auch? Ich meine, wie gesagt, das ist wirklich, das ist so ein Vergleich von, ich weiß nicht, einem Lastwagen, ja, und einem Sportwagen. Ja? Also wirklich, Lastwagen zu Sportwagen. Das ist halt viel kleiner, lässt sich auch einfacher spannen, hat dann ganz einen anderen sowieso. Und überhaupt, übrigens, wenn dich die technischen Daten interessieren, ich gebe dir den Link zu all den Armbrüsten, schau dir das ganz einfach an. Was soll's, es muss ja Spaß machen. Auf die Kraft allein kommt es auch nicht an. So, aha, jetzt hätte ich fast, warte mal ganz kurz, jetzt habe ich das Teil so komisch gespannt gehabt, das so seitlich. Noch einmal, so, alles ordentlich machen, nicht, dass ein Unfall passiert, das wollen wir nicht. Die ist leiser. Aber was ich jetzt merke, da stinkt es richtig nach verbrennten Dingsbums. Ja. Ich muss wieder wachsen, habe ich das Gefühl. Die hat so viel Pfeffer. Huhu. Na ja, meine Damen und Herren, das ist das Ergebnis. So, jetzt schauen wir mal. So. Da, wo das Cobra steht, bis da rein ist das Ding eingedrungen. Ich kann nicht raus. Nur der Fuchs, ja, so. Also bis hierher ist das Ding eingedrungen. Ja, das merkt man uns. Und jetzt die Supersonic FMA. Die lässt sich viel leichter rauspacken. Scheiße, das muss ich noch einmal schießen. Ach, ich bin ein Idiot. Ich hätte halt schon markieren müssen, wo ich, wie weit es reingegangen ist. Ich bin ein alter Idiot. Ich werde alt und das merke ich jetzt schon. Aber ich hätte es auch schneiden können. Dann wäre ich viel cooler rüberkommen. Viel lässiger. Scheiße, ich... Aber drauf. Interessiert mich nicht, wollte ich sagen. So. Noch einmal. Ja, aber jetzt mache ich diesen Fehler nicht mehr. Bis hierher. Bis zu dem, da, S. Bis zu dem S ist gegangen. Ziehen wir raus, also bis zu dem S. Schon ein Unterschied, ne? Bis hierher war das eine. Also die, ja, die hat schon ein bisschen mehr Wumms noch. Wobei... auch der Durchmesser von den Pfeilen unterschiedlich ist. Also das ist jetzt keine repräsentative Aussage, aber sie sind trotzdem beide stark. Hm? Ja, ich weiß, dass dieser Test natürlich nicht repräsentativ ist und irgendwie ein bisschen ein Schaß mit Quasteln ist. Das gebe ich alles zu, aber so bin ich halt. Compound-Armbrust mit Recurve-Armbrüsten zu vergleichen ist halt schwierig, was die Performance betrifft. Wenn dich die technischen Daten interessieren, ich gebe da unten den Link, aber vielleicht eine Sache noch. Bei dieser Supersonic, da wird ja auch daran gearbeitet, eine mit Magazin rauszubringen, oder es gibt auch schon Magazine dafür. Und was ich mal die Frage stelle, so ganz eigentümlich, wenn es ein Magazinarmbrust man daraus macht, um es zu vergleichen zum Beispiel mit einer Stinger, mit einer Edda oder mit der Flat oder was es sonst noch alles gibt und geben wird, die sind alle recurved. Das heißt, wenn die einen Leerschuss machen, ist das nicht gut, aber es ist kein Beinbruch. Wenn ich hier einen Leerschuss mache, dann sage ich, alter Fuchs. Also
ich glaube, dass das aus dem hier noch einmal eine Magazinarmbrust zu machen, noch einmal technisch ein anderes Level ist. Aber ich lasse mich da gerne belehren von Leuten, die da technisch versierter sind. Aber ja, ich finde das Teil einfach cool. Ja, zu dem Ding gibt es dann auch 100.000 Zubehörsachen und sowas und überhaupt, aber das ist uns jetzt an der Stelle wurscht. Was hältst denn du eigentlich davon? Ich meine, was ist da deine Meinung zu diesem Teil hier? Hui, jetzt habe ich es nach vorschnalzen lassen. Das hat ihm nicht gefallen. Ja? Also nicht gefallen, das tut man nicht, wie ich gerade sehe. Was ist da deine Meinung dazu? Ich finde, dass das zum Sportschießen eine richtig schöne Option ist. Sie ist sehr, sehr leise, sie ist auch sehr präzise. Sie ist sehr leicht und kompakt und macht einfach Spaß und auch das Laden ist ziemlich einfach. Also das gefällt mir. Das gefällt mir echt gut. Ich muss mir jetzt noch ein paar Langzeiterfahrungen holen und die werde ich mit dir sehr gerne teilen. Link in meinen Shop, lass ein Abo da, ein paar andere Videos. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Und eine Sache noch. Waldurlaub.at. Wenn du auch Armbrust und Bogenschießen willst, bist hier richtig. Dann, bis dann. Ciao, ciao.